Hallöchen, ich hoffe, ihr freut euch, uns zu sehen und ihr freut euch auf ein neues Video von uns. Ich will das Intro jetzt nicht so in die Länge ziehen, denn wir müssen noch auf Koppelrunde, weil Tim sein Papa ist nämlich heute zum Filmdreh. Aber ich möchte euch erstmal unsere Neuankömmlinge vorstellen. So, hier seht ihr jetzt unsere kleinen Gänse und Tim macht sie jetzt Bett fertig. Genau. Wir haben hier draußen noch mal ein paar Näpfe. Das sind so eine schöne Emaille-Schüssel noch. Ja. Von damals, die machen sich jetzt immer sehr gut, wenn die noch so klein sind. Die werden jetzt einmal voll gemacht mit Wasser. Hier drin haben wir noch so eine kleine Näpfe. Die machen wir noch mal voll für die Nacht auf jeden Fall. Die machen wir aber erst zur Dämmerung zu und da wird nochmal rausgeguckt und wenn da das Wasser alle sein sollte, wird halt nochmal nachgefüllt, je nachdem. Ja, und Späne müssen da noch rein, weil die da ja drin auch ein bisschen moddern und alles sowas. Es ist da ein bisschen feucht und naja, es wäre nicht schlecht, wenn das immer ein bisschen mit Späne eingestreut wird. Das saugt nämlich schön die Feuchtigkeit auf und dann stinkt das nicht so und die Gänse haben es halt auch ein bisschen besser, ja. Und das machen wir jetzt. Na dann mal los. Guti. Die sollten jetzt noch ja nicht rein. Naja, bei so einem frisch gemachten Bett, da geht man gerne rein. Das stimmt. Also hier die Näppe, die kleinen hier zum Beispiel, das macht sich halt nur gut, wenn die noch so klein sind. Die kommen jetzt halt schon in so ein Alter, da sind die Näppe schnell alle. Ja, und da muss man dann wirklich schon mehrmals hingucken. Und bei heißen Tagen muss man da wirklich fast alle 2 Stunden mal raus und gucken, wie voll die noch sind. Je nachdem. Also die kriegen jetzt bald auch so eine offene Tränke, das ist dann noch nicht mehr schlimm. Das macht man ja eigentlich, dass sie nicht, ja, ich mal so ersaufen können. Aber es ist ja nur eigentlich Wassergeflügel. Sollten ja eigentlich mit Wasser klarkommen, wa? Da sind noch ein paar Kameraden. Da ist ja eigentlich auch ein Teich. Wenn die da reinfallen sollten, ist ja die Palette und ein bisschen nochmal die Rampe, dass sie da rausschwimmen können. Vorhin hat es einer auch nicht so ganz begriffen. Die haben wir dann einfach schnell mit der Hand rausgeholt. Bisher geht das noch, die Kante ist relativ hoch. So, wenn man jetzt genauer hinguckt, zum Beispiel da, die eine so in der Mitte. Ja, das sagt sie jetzt eigentlich. Ja. Auf dem Rücken, da sieht man halt, das ist hier, ich sag mal, die Pflaumen. Ist ja so, das Pflaumenfederkleid, ja. Schwierig. Nein. Dass das so ein bisschen kahl wird, ja. Die Mausern, sage ich mal, so ein bisschen, also die stellen sich jetzt um von diesem weichen Federkleid auf diese normalen Feder. Und, ja. Sieht so vielleicht ein bisschen ruppig aus. Die links da zum Beispiel, das waren auch die, die im Deich jetzt war. Und wenn die nass sind, dann ist das halt noch ein bisschen schwierig. Ja, die haben halt noch nicht so richtig das Federkleid, was das Wasser abperlt. Also, die sollten dann immer schon ein bisschen trocken liegen. Ah.
also das, was sie gerade so naschen, das ist Starterfutter, so nennt sich das. Das sind kleine Pellets für Enten und Gänse, damit die dann halt so in den Entwicklungswochen schnell aus dem Zopf kommen. Sagen wir mal so, dass sie optimal versorgt sind. Also das wäre jetzt schlecht, einfach nur ein bisschen Metallschrot und sowas, was man halt auf dem Hof findet, das mit ranmischt. Das kann man nachher machen, wenn die etwas größer sind, das ist das kein Problem. Aber am Anfang solltest du wenigstens noch ein bisschen Dunst haben, dass ja ein Seelumpe war. Und dadurch, dass hier ja alles grün ist, können die auch schön nabbeln. Hier sieht man auch ein bisschen Getreide. Hier ist zum Beispiel Weizen. Hier findet man noch Raps ab und zu und Hafer. Ja. Ja. Genau, und es ist auch eigentlich gar nicht so schlecht, dass hier ein bisschen höheres Gras und Getreide steht. Wegen den Raubvögeln, weil die schnappen sich natürlich auch mal so eine kleine Gans, das ist natürlich leicht geholt. Und wenn sie nicht alles abfuttern, dann haben sie ja noch ein bisschen Schutz und können sich hier drin verstecken. Warum geht das Scheißding nicht zu? Wirklich. Der passt nicht. Nee, Mistding. Machen wir weiter mit diesen. Komisch. Oh. Super Leiche, der. Das lässt sich nicht auf mich sitzen. Nee, muss an Napli hin. Es muss an diesem Napp liegen. Nö, weißt du, du kommst sofort auf den Sendermüll, du Scheißding, wirklich. Der Deckel passt eh nicht ans, hä? Ja, ja. Ich reiße ich noch die Hose auf. So. Ja. Das sieht doch toll aus. Und nein, da kommt kein Tropfen Wasser aus dieses Behältnis. Ja. So, wir fahren jetzt noch schnell zu den Bienen. Jetzt fange ich schon an. Ja, ich schneide dich erstmal an, ja. Danke. So, wir fahren jetzt noch schnell zu den Bullen in den Stall. Da gaben wir jetzt einfach noch Grünes ran. Das kennt ihr ja eigentlich schon, das Prozedere, weil wir hatten ja schon mal ausführlich einen Rundgang im Kuhstall gemacht. Da haben wir das ja auch schon gemacht und in anderen Videos haben wir das ja auch schon gezeigt. Also ja, da brauchen wir ja nicht viel erklären. We'll be right back.
So, alle 3 Tage wird frisches Futter gemäht. Und das, was hier jetzt noch liegt, das ist für morgen früh gedacht. Also morgen früh kommt dann jemand wieder her, wahrscheinlich Tim, sein Papa, und schiebt das dann so ran, wie wir gerade, dass sie dann morgen früh auch wieder Futter haben. Und dann wird morgen Abend wieder frisches Futter gemäht. Und dann reicht es auch wieder ungefähr für 3 Tage. Genau. So, wir sind jetzt im Bruch, also die gut bekannte Moorwiese sozusagen. Ja. Und hier steht auch noch eine Herde Mutterkühe. Und die geben wir jetzt Futter weiter. Und warum? Das haben wir ja schon öfters erklärt, aber jetzt, warum wir das jetzt 2-mal am Tag machen, das erklären wir euch gleich da. Nicht wahr? Wir müssen jetzt erstmal hier öffnen und da haben wir die gute Fernbedienung für unser Weidezaungerät. Ja, das ist ein Solar-Weidezaungerät. Das steht da hinten. Ist nur Diebstahl geschützt. Also wenn da einer unerlaubt rangehen möchte, ja, der kriegt erstmal einen fetten Schlag. Ja. Und nicht in die Fresse, sondern an Stromschlag, Freunde. Wir warten nicht einer mit dem Knüppel. So machen wir es nicht mehr. Ja. So, wir machen jetzt erstmal auf hier. Den Draht einfach so runterlegt, weil man faul ist, muss man den natürlich auch so runterlegen, dass man dann nicht mit dem Auto unten hängen bleibt und den ganzen Draht zerreißt. Das wäre dann blöd. Also das Beste ist, dass wir nehmen, ein bisschen zusammenwickeln und an Draht hängen irgendwo, dass das nicht auf der Erde liegt. So kann man nämlich auch noch mal prüfen und anschalten. Haben wir jetzt nicht gemacht, weil das machen wir ja gerne so. Ja? Und wir fahren jetzt hier drüber. Hier haben wir überall gemäht, das habt ihr ja in dem Video gesehen, wenn ihr es denn gesehen habt auch. Ja, kommt alles jetzt schön nach hier. Alles schöne Grün. Ja. Die freuen sich schon. Ja, die kommen an. Super Scheiße. Hallo, alles gut. Also Leute, hier wo der Deckel so viel ist schon raus. Wir lassen den auch trotzdem drauf, weil den schwappert nicht ganz so viel raus. Hab ich gedacht, das Ding ist schon umgekippt hier, wa? Ey! Du Blödmann! So. Kommen Sie rein hier und die Koppel. So, wie man jetzt hier so schön überall sehen kann, wir müssen uns beeilen, sonst versteht man halt nicht mehr. Ey, wir gehen erst weiter, sonst hält das keiner aus. So. Ich kann sie hier hinstellen, so wenn ich schätze, ich brauche. Da so an dem Pfahl. Ganz einfaches Prinzip jetzt. Einfach ein bisschen Fälle rausstellen. So. Und schon hat die Kuh ein Ei gelegt. Das machen wir jetzt mit denen und denen. Ich zeige euch das gleich, wie ich das hier alles meine. Das Special auf die Arme habe ich doch noch für dich. Für mich? Ja, du gehst jetzt dahin und tüdelst den mal ab, den Draht. Ich tüdele ihn ab.
Ja. Genau. So. So, wenn man jetzt so mal nach hier guckt, sieht man ja, dass das jetzt nicht in der Flucht steht. Aber der Draht war halt noch zu straff. Die nehmen wir jetzt und machen die so ein bisschen bündig. Ne? So, jetzt stellen wir den Juten hin. Eine Ruhe. Ja. Wie beim Menschen. Wenn es Essen gibt, sind sie alle still. So, und hier, das meint man mal so, wenn das Gras in der Blüte ist, ja. Das ist jetzt Wiesenfuchsschwanz. Dann sieht man jetzt hier schön die Pollen hier. Ja. Das macht sich denn nur gut auf der Hose. Ja. Sieht immer sehr gut raus beim Waschen. Mhm. Genau. Grüße hin raus an alle Waschprinzessinnen und Waschprinzen. So, schneiden wir das Stück hier aber natürlich nicht ab. Ich glaube, das können wir eh alles nochmal gleich straff machen, weil wir ja die Pferde noch rausholen. So, damit das hier nicht auf der Erde liegt, hier ist ja mal ein bisschen Litze dran. Also das ist ja so eine Plaste, ja, ich weiß nicht, ob das Aluminiumdraht ist hier oder auf jeden Fall Metall, was leitet. Und das kann man ein bisschen nehmen hier, die Litze, und wickelt das drumherum, ist wie ein bisschen ein Rödeldraht, und dann hält das. Ja? So, die Pferde noch ausstellen und dann... So, hier ist der Faden ein bisschen nicht straff, wie man sehen kann. Ne? Darum, dass man eigentlich... Machen wir Trick 17. Wenn wir da jetzt schon festgemacht haben, machen wir das hier ein bisschen ab. Und dann machen wir den Pfahl ein bisschen weiter rein. So. Können wir auch schon einhaken. Machen das ein bisschen straff. Ist auch nicht schlimm bei so einer Abteilung, wenn das ein bisschen schräg steht. Weil die Kühe ja automatisch immer ein bisschen drunter fressen hier. So, weil die jetzt endlich mal ruhig sind, wie man hier so schön sehen kann. Wir hatten ja mittlerweile auch des Öfteren mal Starkregen. Das ein oder andere Mal wurde der Wind auch stärker. Und das Gras ist ja auch allgemein ein bisschen höher. Wir hatten viel Niederschlag, konnte gut wachsen dies Jahr, und dann legt sich das halt. So, wenn wir hier die Kühe so drauf lassen und einen großen Teil zugeben als Futter, dann treten die mehr kaputt. Ja, und das ist dann blöd. Das ist ein bisschen Futterverschwendung, und darum wird das jetzt auf zweimal so weitergegeben. Das macht sonst mein Vater. Wie Emmy schon gesagt hat, wir springen heute bloß mal ein bisschen noch mit ein. Sonst, je nachdem, läuft das auch so. Das ist jetzt nicht so, dass ich hier nichts mache. Aber ich mache das öfter und auch schon was. Aber jeder hat so ein bisschen seinen Bereich. Ja, und das ist jetzt somit mit dem Futter gemeint. Ja, das war's an sich. Schön, weil ich nicht mehr auf. Ja, die Kühe wollen auch schick aussehen. Deswegen dekorieren sie sich auch. Ja? Schick. So, wir laufen jetzt noch zu den Pferden hoch. Das ist da ganz hinten. Da so. Und damit ihr uns bei diesem langen Weg nicht zugucken müsst, weil das war doch ein bisschen langweilig, zeigen wir euch jetzt noch ein kleines Video, einen kleinen Ausschnitt vom Schwaden. Das könnt ihr euch jetzt angucken in der Zeit, wo wir da hinlaufen. Viel Spaß! Der Schwader ist hinten dran. Heute auch mal mit dem 6R. Ja. Ist eigentlich nicht alltäglich, dass man mit den Schwaden, das macht dann eigentlich immer der Klaas, und wenn der besetzt ist, dann zum Beispiel auch mit dem 66-30. Aber
weil ich den Trecker heute brauchte, ein bisschen Pflanzenschutz noch im Mais gemacht, also eine Herbizidmaßnahme noch gefahren. Und was habe ich noch gemacht? Schon mal vergessen. Ach so, heute früh haben wir noch gemäht, natürlich. Dann soll der Klaas nämlich jetzt, weil der einen Frontlader hat, soll der nämlich schon die Ballen zusammensuchen und ich habe jetzt einen Schwader hinten dran, sodass wir das noch schnell zusammenschmeißen können. Dass wir noch schnell ein paar Schwatt machen können und ich bin schon voller Öl hier, geil. Und damit das natürlich alles schön weitergehen kann, dann kann ja einer vernünftig schon ein Bein reinholen. Mache ich das jetzt schnell mit dem Trecker. Es ist jetzt aber schaubar, es ist nur noch ein Stück und dann haben wir das Heu erstmal drin und gewickelt. Ja? Wir machen nämlich schon den ersten Schnitt im Heu. Das Gras ist aber auch schon so weit. Ja? Also wir stecken da mitten in der Blüte, teilweise schon durch. Oh, was ist denn hier los hier? Da wird er sitzen wir vor dir. So eine Hundewehe. Da hinten bauen sie eine Brücke und darum können wir da jetzt nicht langfahren, müssen wir ja eine Buschkante langfahren. Hier fährt eigentlich nur der Jäger lang, aber den Trecker, ne? Wir sehen uns. So, wir sind die erste Runde. Super, super. Einmal Dutti, Junge. Wollte ich eine AB-Linie machen, habe ich natürlich vergessen, einen B-Punkt zu setzen. Ne? Das freut mich ja jetzt noch. Können wir noch mal fahren, ist ja aber nicht schlimm. So, das nennen wir einfach Schwatt. Das muss jetzt hier eine Schwellbewegung werden. Ja, so. Lassen wir mal kurz nach, da suchen wir uns eine gescheite Stelle und dann können wir da immer noch unsere AB-Linie fahren. So, hier muss man ein bisschen gucken, ja, wie da zum Beispiel, da liegt jetzt noch ein bisschen was im Bestand, das ist halt nicht so toll, wenn man da jetzt noch mit dem Kreisel reinfährt, weil das ja noch eine andere Konsistenz hat wie unser Heu hier, ja, und da verfälscht man, sage ich mal, ein bisschen hier unseren Trocknungsgrad. Ja, kann schon mal Sinn, dass wir hier klammes Heu hinpressen, wenn wir da zu weit reinfahren. So, aber das sieht gut aus, also lieber hier ein bisschen so auf Grenze fahren. Wenn man nicht jeden Halm erwischt, dann ist das auch nicht so dramatisch. So, in der Ecke ist das halt immer so eine Sache mit dem Mittelschwader, da kommt man nicht ganz rein. Jetzt fahren wir erst das Vorgewinde, damit wir hier halt besser rauskommen. Da ist der Mutti mit der Hunde. Ja, habe ich ja Familientag heute hier. So. So, ein bisschen aufpassen, dass wir nicht in anderen Schwatt landen. Das ist nicht so toll. Also bei Heu mag das noch gehen. Wenn man da bei Anwälksilage das Schwatt noch mal einmal mit reinholt ins neue Schwatt, dann ist das meist schön gedreht. Und dann kann schon mal passieren, dass die Presse schneller verstopft, weil das, sag ich mal, weil ja so ein Meter Rolle, sag ich mal, so reinzieht und wenn Masse drin ist in der Presse oder eine Pickup, das einfach zu viel ist, dann bleibt die stehen, dann schafft die das nicht. Ja, entweder macht man dann den Boden auf von der Presse, dann hat man vielleicht noch das Glück, dass sie das schluckt, aber im schlimmsten Fall alles aus und dann kann man da erstmal schön rein und das alles leer kam. Das macht sich dann bei 30 Grad auch richtig gut. Aber 30 Grad haben wir jetzt noch nicht. Aber wir kommen schon in die Richtung. Also wir sind schon bei über 25 Grad. Optimale Heuvoraussetzung. Wind haben wir noch. Ist einwandfrei. Muss natürlich immer alles passen, nicht dass wir noch die Presse berühren hier mit dem Schwader, das ist ja nochmal sehr toll, also das ist noch nie passiert. So, mal sehen, ob das jetzt so klappt. Naja, er nimmt es eigentlich gut weg, bisher sieht es gut aus. Meter 80 Spurabstand eingestellt.
das haut eigentlich hin. Agenda, hier ist halt auch immer so ein bisschen Berg- und Talfahrt und das seht die ganze Zeit so. So, wir fahren mal gerade parallel, ja, aber ungewollt. Hat sich bloß so ergeben, weil gerade die Rolle wieder fertig war. Ja, wir sind gleich fertig. So sieht's aus. Und dann haben wir die erste Rolle. Ja, man sieht sie hier, mein Vater spinnt schon wieder. Ja, was hältst du schon wieder? Der hatte nämlich die Mütze falsch schon mal aufgesetzt. Der machte mir ein bisschen nach, sonst sagt er, sind wir nach vorne. Dann wird man leider nicht erkennen. Aber schönes Heu, kann ich euch sagen. So, herzlich willkommen zurück. Was man vorhin so meint, ein bisschen Daniela. Mit dem Futter. Du alle Sau. Oh. So, zurück zum Futter, ja. Also, was man hier so sehen kann, ja, wenn man hier so mal ringsrum guckt, hier ist halt mehr runtergetrampelt und dadurch, dass das Zeug hier ein bisschen überständig alles schon war, ja, das schmeckt auch nicht mehr so gut. Das Frische schmeckt halt besser. Dann wird hier mehr umgetreten und so. Ein Rind macht hier sein Geschäft und dann wird ein bisschen auf hohes Gras gekackt. Ja, und das kann man dann natürlich nicht mehr verwerten. Und die Kuh frisst es halt auch nicht mehr. So, ist ja auch verständlich. Machen nur unsere Hunde anscheinend. Du Falkel! So, und ich habe ja am Anfang gesagt, also im Intro, dass Tim sein Papa heute zum Filmdreh ist. Und ihr fragt euch bestimmt, was für einer. Und zwar... Schön, oder? Also es ist ein Horrorfilm. Ja, genau. Ist... Ja. Ein Film, wo man mal drauf gespannt sein kann. Genau. Ist ja amerikanisches Filmunternehmen oder Filmproduktion aus Amerika. Also kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Und wir wollten noch ganz liebe Grüße an Andy sagen, denn der hat nämlich heute Geburtstag. Also wenn das Video rauskommt, dann ist es schon wieder ein bisschen her. Aber heute, wo der Drehtag ist, hat er Geburtstag und deswegen nochmal alles Gute zum Geburtstag, Andy. Genau, von mir nämlich auch nochmal alles Gute oder alles Gute nachträglich, ja. Genau. Und wer heute denn, oder wenn ihr das Video seht und ihr habt gerade Geburtstag, dann wünschen wir euch natürlich auch alles Gute zum Geburtstag, wa? Happy Birthday. Genau, genau. Wolltest du noch was sagen? Nein, wir sind ja jetzt da. Guti, stürzt sie in die Fluten. Ja, wir müssen jetzt hier über eine kleine Brücke. Ja. Oh, ihr Rutschschuh halb. Aufsicht. So, hier können die Kühe auch noch rüber. Hier haben sie noch ein bisschen eine Tränke, ja, Selbsttränke. Da ist noch ein bisschen so eine Ausbuchtung für die Kälber. Können dann immer so zwei Generationen von saufen. Hier wird zugefüttert auf dem Wagen, aber habt ihr jetzt selber gesehen, da steht so viel Futter, da brauchen wir nicht zufüttern. In den letzten 2 bis 3 Jahren mussten wir dann doch schon öfters mal einen Ball mit rausstellen, weil es halt nicht so nachgewachsen ist, wie wir uns das vorgestellt haben. So, jetzt gucken wir bloß, ob hier alles in Ordnung ist. Ja, 2 Pferde sollen hier sein. Wie viel sehen wir? 2. Das ist ja toll. Wo haben sie denn den Napf schon wieder hingeschmissen hier? Wo stand der denn? Da. Oh Mann. Na nee, gut. Super. Alles gut. Mehr ist es nicht. Alles schick. Die fressen. Sie freuen sich. Und alles ist schön. Ja. So, meine nächsten Kandidaten. Ja. Ja. Ja, machen wir mal Zwischenstatus, also die Hälfte ist mittlerweile aus. Ja, gute Hälfte, ja. Und nein, da kommt kein Tropfen Wasser aus dieses Behältnis.
Ja, ja, mein Lieber, mal die Milch gerne noch mit haben. Also wird das Auto gleich geputzt. So, Milo. Machen wir das Behältnis sofort erstmal aus hier. Das gebe ich gleich rein. Eieiei, da war ja noch heiß, hey, und Scheiße drauf. Ich wollte gerade fragen, hast du nicht... Oh. Ist da kein Strom drauf? Junge, 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 leck mich doch am Arsch, Alter. Alles nur wegen Video. Vor allem, oh, das hat schön jetzt mal. Oh Mann. Schön ach du Armer, ich wollte noch fragen, das aber... Das ist trocken. Ich wollte fragen, ich dachte, du bist hier sicher. Nee, ich hab's total verjährt. So. So, wir machen erstmal die ganzen Dinger hier reinboxieren. Einmal. Dreimal. Dreimal. Zweieinhalb. Ja, ungefähr. Milchkanne noch. Das ist halt so ein kleiner Nachteil hier. Wenn man so eine Ladefläche hat, boah. Da kommt man halt nicht so schön ran wie an der Kofferraum. Oh. Hey, los, hau ab! Nummer 1. Das haben wir übrigens gemacht, weil jetzt hier Gewasserwaren steht, ja. Und am Abend gibt man jetzt hier das bisschen noch rein. Morgen finden wir eine andere Lösung. Aber dass wir jetzt erstmal ein bisschen Wasser da haben. Nicht wahr? So, naja, so knapp halb voll, das reicht für morgen. Und jetzt so guter Letzt noch die andere Mutterkuh erde. Da fahren wir aber runter, ja, und dann nehmen wir die noch schnell weiter. So, jetzt sind wir schon angekommen. Runde 2. Dankeschön. Ach, bitte, bitte, Brigitte. So bin ich so. Erwischt mal gerade einen Übeltäter. Schön und unseren Tag. Na, bequem, gucken wir schön, aber kreuz noch. So, wir ziehen das jetzt einfach noch ein bisschen weiter raus, weil wie man hier schön sieht, Heidegras. Ja, das ist so. Ab und zu findet man hier immer noch Blätter dazwischen. Boah. Schön reingelascht. Ja. Das ist gut. Mensch, die rennen einen ja hier halb um. Ah.
Ei. Ja, hier. Ja, Flo. Hier eine Reihe, wa? Ja. So, das machen wir jetzt bis runter. Hier haben wir schöne Zeckenalarm hier. Ich muss sagen, eigentlich so oft, wenn man hier so durchläuft, findet man relativ selten Zecken an einem selber. Meist bringen das alles immer der Hunde und das ganze Viehzeug hier immer mit. Morgen, hallo. Die dürfen. Schöner, harter Sandboden hier. Ja. Oh. Also das kannst du nicht. Ich könnte es nicht abwarten. Die haben ja nur jetzt die ganze Fläche, oder? Kommt immer her. Könnt ihr irgendwo noch ein Schatz versteckt sein? Oder das ein oder andere gute Kraut, wa? Diesmal ist das schön in Rangordnung. Die kloppen sich manchmal ein bisschen gegenseitig weg. Das mit dem Kopf immer so hochschlagen, ist einfach nur wegen der Fliegen. Darum, sein Schwanz ist immer ja nicht so unterschätzen. Auch nicht beim Pferd, ja. Schweif ab. Oh, das sieht aber voller modern aus und stylisch. Weil es bei Instagram wieder drin war, wa? Instagram. Muss man alles nachmachen. Schön. Und dann rumquäken, wenn die Jäule voll mit Fliegen sind und sich nicht mal selber ein bisschen davon befreien können. Mob doch bitte die. Nein, Mädchen ich mob das nicht. So. Nein, nein. Also. Ich selber dürfte natürlich ummachen, ja. Also das Video jetzt sehen sollte. Machen wir. Na klar. Nur so macht's ja Spaß. Nein, wir sind nette Menschen. Oh, die Sau. Die wollte abbauen, ja. Ganz schön straff. Eigentlich wollten wir euch einen richtig schönen Sonnenuntergang zeigen, aber heute ist es gewölkt. Ist leider nicht. Ja, naja. Hier können wir halt ein bisschen mehr jagen, weil hier steht halt nicht so die Masse. Oh, ein bisschen langfaserig hier alles, aber... Nicht zu vergleichen mit der ersten Wiese, wo wir waren. Sind wir gleich unten, dann könnt ihr wohl bis nach dem Auto mit die Fakten kommen. Es war mich so klar, dass dieses Dreckschwein nur aus der Reihe tanzen muss. Die weißen Fälle, die muss man auch immer mit Samthandschuhe anfassen hier, vor allem wenn der Boden immer so hart ist.
kann man ja weder rinkloppen, noch hier scheit drin treten, weil sonst bricht das ganze Plastikding ab. Und wenn der Sonne da richtig drauf ballt, auf so einen weißen Plastikverhall, dann sieht der auch aus wie so ein Flitzebogen. Also es ist unterschiedlich. Da gibt es noch mal ein paar andere Pfähle, ja. Die sind von der Qualität so ein bisschen unterschiedlich. So, wir sind gleich da. Den noch raus und die anderen lassen wir erstmal stehen. Jetzt machen wir jetzt bloß ein bisschen gerade hier. Obwohl, den nehmen wir noch mit raus. Hält. Super! Wir krauchen jetzt aber hier nicht durchs Rohr. Wir laufen jetzt einmal da lang. Na. So, das war's wieder mit unserem kleinen Farmvlog-Video. Wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt gerne einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal und drückt die Glocke. Genau, dann verpasst ihr nämlich auch kein weiteres Video mehr und im nächsten Video erfahrt ihr erstmal alles, was so ringsherum passiert ist, ja? So wie es auf dem Acker aussieht und. Also, bleibt dran, bisschen Heu, bisschen Pressen, bisschen Ballen holen, alles dabei. Gut, wir sehen uns. Tschüssi. Macht's gut.